Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Guide. Heute dreht sich alles um den Herausforderungsmodus von Doom. Bevor es losgeht, noch einige Hinweise. Ich werde in dem Guide nur auf die Besonderheiten vom Challenge Mode eingehen, also nicht auf die Mechaniken, die es im Normal Mode sowieso schon gibt. Wenn ihr die noch nicht kennt, dann guckt euch am besten einen anderen Guide an und macht Doom im Normal Mode auch erstmal, bevor ihr euch an den Challenge Mode wagt. Es gibt insgesamt drei neue Mechaniken. Die erste Mechanik ist ganz einfach, und zwar besitzt Doom im Challenge Mode 25% mehr Leben. Das bedeutet, der Fight dauert einfach länger. Und damit auch alle anderen Phasen, außer das Pre-Event. Das Pre-Event ist genauso lang wie immer. Der restliche Fight wird allerdings länger dauern, als ihr es gewohnt seid, weil viele Gruppen, wenn der Schaden stimmt, sind schon fertig mit dem Hauptkampf, wenn das Green zum zweiten Mal am Tor ist. Das wird beim CM meistens nicht reichen. Daher ist es wichtig, dass ihr euch vertraut macht, gerade die Green-Läufer, aber auch der Tank, wie es danach weitergeht. Damit man die zweite Besonderheit im Challenge Mode versteht, muss man so ein bisschen verstehen, wie die Schnitter funktionieren. Und zwar haben die sowohl im Normal als auch im Challenge Mode einen sehr großen Health Pool. Also die besitzen einfach sehr viele Lebenspunkte. Und das sieht man daran, dass diese Boten echt verhältnismäßig lange brauchen, um so einen Schnitter zu töten, wenn die mal an dem dran stehen. Wenn ihr das mit euch selbst vergleicht, wenn ihr in so einem Boten steht, dann seid ihr spätestens nach 2 Sekunden im Downstate. Damit man die trotzdem als Heiler heilen kann, haben die einen sehr großen Heal-Modifier. Also die eingehende Heilung auf die drauf wird sehr stark gesteigert. Und dieser Heal-Modifier fällt im Challenge-Mode weg. Praktisch bedeutet das, dass man die fast nicht heilen kann. Allerdings ist bei der Mechanik ganz schön, dass man die tatsächlich im Normal Mode üben kann. Also ihr könnt euch mit eurer Static oder mit irgendeiner Gruppe, wo ihr demnächst vielleicht mal Doom CM machen wollt, abklären, dass ihr als Vorbereitung auf diesen Challenge Mode bei eurem Pull Clear in der Woche darauf verzichtet, die Schnitter im Normal Mode zu heilen. Und dann habt ihr eigentlich schon diese Mechanik genauso wie im Challenge Mode. So, was kann man dagegen tun, damit man sie eben nicht heilen muss? Der erste Punkt ist ganz banal, man muss die Spinnen früher töten. Man kann es sich nicht leisten, da mehr als 2 Spinnen stehen zu lassen für eine längere Zeit. Im Video seht ihr auch, dass ich als Druide häufig meine Geister vor diesen Schnitter, der meistens getroffen wird, am Stern stelle. Das ist in der Form so nicht mehr möglich, die Videos stammen noch von letztem Jahr, wo die Geister nicht Lebenspunkte verloren haben in der Zeit. Das geht heute immer noch, allerdings nicht mehr so effektiv. Was noch sehr gut funktioniert, sind die Necros. Die haben ja auch ihre Kreaturen, die sie beschwören. Und da ist ganz besonders gut der Fleischwurm, weil der Necro dann auch häufig sich dahin porten kann und dort Spinnen clearen kann. Damit kommen wir nun auch zur dritten und letzten Mechanik. Und das ist das Echo. Das Echo ist ein Gegner, den kann man auch anvisieren. Das sollte man auch am Anfang immer tun, um dem ein Symbol über dem Kopf zu geben, damit ihr den auf der Minimap verfolgen könnt. Wenn ihr dem Echo zu nahe kommt, dann seid ihr da drin gefangen und werdet mitgezerrt. Dabei kriegt ihr kontinuierlich Schaden und solltet ihr dabei sterben, seid ihr auch nicht im Downstate, sondern sofort tot. Raus kommt man aus dem Echo von alleine leider nicht. Die einzige Möglichkeit, die besteht, ist, dass man diese Breakbar, die ihr hier seht, bricht und dann ist man wieder frei und kann sich wieder hochheilen und weiterkämpfen. Da das Echo die mit Abstand schwierigste Mechanik bei diesem Challenge Mode ist, möchte ich darauf noch ein bisschen näher eingehen. Ihr seht jetzt hier das Kampfareal von Doom und daran möchte ich euch so ein bisschen die Laufwege von dem Echo erklären. Zunächst müsst ihr wissen, dass das Echo, wenn es stehen bleibt, sich erstmal einen Spieler aussucht. Das passiert zufällig, es kann jeder von den 10 Spielern sein. Und dann auf diese gemerkte Position eine gerade Linie läuft. Sobald es an eine Wand stößt, bleibt es dort kurz stehen und sucht sich dann wieder zufällig einen neuen Spieler aus, welchen es dann verfolgt. Was ihr jetzt hier seht,
ist die erste Tankposition von Doom, die meistens auch so im Normal Mode gemacht wird, und außerdem der Laufweg des Echos. Das Echo bewegt sich in dieser Ecke und bleibt dort auch meistens, weil sich ja auch alle Spieler zu der Zeit dort befinden. Und das ist nicht so gut, weil, wie ihr seht, ist diese rote Linie, der Laufweg des Echos, sehr kurz. Und dadurch sind die Momente, in denen ihr dem Echo ausweichen müsst, natürlich sehr häufig. Optimal ist es daher, dass das Echo immer einmal komplett durch den Raum läuft, damit ihr seltener dem Echo ausweichen müsst. Das Ganze seht ihr hier jetzt auch mal als Beispiel. Also im Prinzip genauso, wie es in dem Schaubild gezeigt ist. Das Echo läuft den kompletten Raum entlang und sucht sich natürlich immer einen der 10 Spieler aus, die alle beim Boss stehen. Und somit stört es am wenigsten. Jetzt könnte man meinen, es wäre egal, wie das Echo durch den Raum rennt, solange es den kompletten Durchmesser des Raumes nimmt. Ganz so ist es nicht. Ihr seht hier eine Route, die nicht gut ist. Und zwar, weil es an der Position am Boss ja an der Wand steht und dann einen neuen Spieler aussucht. Und das kann unter Umständen auch der Tank sein, wenn man Pech hat. Und da das Echo quasi direkt neben dem Tank steht, bleibt für den Tank fast gar keine Reaktionszeit mehr. Und auch für die anderen ist es mühselig, weil sie sehr schnell die Position wechseln müssen und sich nicht auf den Laufweg des Echos vorbereiten können. Ich habe euch jetzt mal nochmal so eine animierte Grafik mitgebracht von einem DoomCM-Try, wo man das Ganze nochmal verfolgen kann. Also die Ausgangsposition ist nicht optimal. Ihr seht, dass das Echo so ein bisschen in der Ecke läuft. Da aber jetzt eh der Dip kommt, ändert sich die Situation und dadurch hat man eine wesentlich bessere Ausgangssituation, sodass hier das Echo eigentlich optimal läuft. Also es nimmt die komplette Breite des Raumes und die Wendepunkte des Echos sind auch nicht zu nah am Boss bzw. am Tank. So, jetzt kommt der Soul Split, da geht das Echo immer zurück an den Anfangspunkt. Da muss man auch ganz besonders drauf aufpassen, wenn man die Seele einsammelt. Da benötigt man etwas Übung für. So, jetzt beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen. Jetzt halte ich das Video mal kurz an. Was ich euch damit zeigen möchte, ist, dass es eine Rolle spielt, wie man sich hinter dem Boss positioniert. Im jetzigen Augenblick steht das Echo an der Wand und sucht sich als nächstes wieder einen zufälligen Spieler heraus. Wenn das der Tank ist, hat man Pech gehabt, da kann man nichts machen. Aber wenn es einer der anderen neuen Spieler ist, kann man durch die richtige Positionierung das Echo wieder etwas auf diese optimalere Laufbahn bringen. Das bedeutet, wenn ihr sehr weit links von dem Boss steht, dann habt ihr wieder einen sehr spitzen Winkel. Das heißt, das Echo läuft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer wieder durch den Tank durch. Wenn ihr allerdings sehr weit rechts vom Echo steht, in dieser Ansicht, dann kriegt ihr eher wieder so ein etwas flacheres Gebilde hin, das dem Tank es ermöglicht, sich möglichst wenig zu bewegen und auch rechtzeitig zu reagieren. Das war es jetzt auch schon fast zu dem Guide. Am Ende möchte ich noch auf ein paar Eigenheiten des Echos eingehen. Man kann es auch Bugs nennen. Und zwar bleibt das Echo ganz gerne an der im Video gezeigten Position hängen. Das ist nicht ganz zuverlässig und ist auch schwer reproduzierbar. Von daher gewöhnt euch nicht dran, wenn das häufiger passiert. Einige sehen das auch als Bug-Use an. Und der zweite Hinweis bezieht sich auf das Zehn des Echos, beziehungsweise das, was danach passiert. Das unterscheidet sich nämlich. Das ist mehr oder minder Zufall. Ab und zu bleibt es einfach stehen und läuft nach einer kurzen Zeit wieder los. Es kann aber auch sein, dass es zurück zum Thron läuft oder Lösungen dazwischen. Zusätzlich, das seht ihr hier auch im Video,
kann es sein, dass es mal schneller, mal langsamer zurück zum Thron läuft und es muss auch nicht die komplette Strecke zurücklegen. Man ist dabei immer auf der sicheren Seite, wenn man einfach genügend Sicherheitsabstand zu dem Echo aufbaut, zumal die Breakbar unmittelbar nachdem die Breakbar vorher schon gebrochen wurde, nicht direkt nochmal gebrochen werden kann. So, das war's jetzt auch schon zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war auch hilfreich. Falls ihr noch weitere Tipps habt oder Kritik äußern möchtet, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Schaffen des wohl schwersten Herausforderungsmodus in Guild Wars 2.